Ja, willkommen zurück zu Art of War, Red Tides. Und wir sind bei der Command Academy ja noch nicht fertig gewesen. Training in the Field 3 steht an. Dann Root is Terran Army based on what you have learned from previous battles. Ja, was hatte ich denn gelernt? Keine Ahnung. Wird sich gleich zeigen. Muss ich mal gucken, was ich denn da zur Verfügung habe. Wie viele Punkte sieht man das? Ja, 25.000. Mal gucken, was ich denn genau als gegnerische Armee kriege. Oh, viele Lufteinheiten. Consume all available. Okay. Wie war das denn jetzt nochmal? Eine dauerhaft getarnte Lufteinheit. Achso, ne, ich muss ja da. Also die brauche ich auf jeden Fall, aber das war Bodenabwehr. Moment, wer konnte noch? Der konnte noch gegen Luft kämpfen. They will go back to where they came from. 600. Sieben davon rein. Luftabwehrschadensverursacher. Da ich ja sehr viele Lufteinheiten gegen mich habe. Und auf vier rein. Soll noch 11.000. Blechenschaden. When there is no enemy, there is no war. So, und jetzt haben wir noch eine Bodenabwehr. Einheit auch, ne, das ist ein bisschen wenig. Na gut. Gucken, ob das so funktioniert. Oh. Nein, das funktionierte so nicht. Oh, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass sie ja so auf die Nase kriegen. Okay. Das erklärt schon mal eine Sache. Was nicht richtig lief. Okay, play again. Oh Mann. Hat das auf die Nase gegeben. Okay, erstmal den. Nehmen wir doch gleich mal ein bisschen mehr. Was kostet die 600? Hey, machen 12. So. Noch Luftwerfer, Schadensverursacher. Dann machen wir 3 draus. Und das ist Bodenabwehr. Feel my wrath. Das sind jetzt auch 3. Jetzt habe ich noch 3200 übrig. Ja, die ist halt nicht sehr leistungsfähig, deswegen bringt mir das eigentlich nicht so viel. Dann nehmen wir doch lieber. Ach, ich habe ein Bevölkerungslimit von 25? Oh. Das sieht schlechter aus. Das mit dem Bevölkerungslimit, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Okay, das hat jetzt gegen die Luft gut funktioniert. Und gegen die Bodeneinheiten reicht es auch, dann ist ja gut. Warum habe ich jetzt keinen Sound mehr? Ist ja nicht das erste Mal, wenn ich das wiederholt habe, dass das dann nicht da ist. Immerhin geschafft und ja. Da habe ich auf jeden Fall... Aber das am Anfang sehr unterschätzt. Okay, nächstes. In another game, sending medics together with regular flamethrowers, regular provisors or other defensive biological units can easily dominate the battle. Okay.
In Early Game, also direkt am Anfang. Achso, und ich habe auch nur die beiden. Oh. Das ist aber irgendwie simpel. Oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Mein Flammenwerfer. Everything in sight. Ich habe 2600 noch über. Moment. Die natürlich dazu. So, 2300. Kann ich noch 5 von den Flammenwerfern dazu nehmen. Habe ich das komplette Geld aufgebraucht. Ich weiß nicht, ob 2 Heiler reichen. Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Aber die Flammenwerfer sind eh stark genug, also eigentlich brauche ich da noch nicht mal die Heile. Das weiß ich ja sogar. Hätte ich mir gar nicht so viele Gedanken machen müssen. Naja, gut. Bekommen wir das hinterhergeworfen. Also ich habe das Gefühl, das wäre so eine Mission, die hätte man auch deutlich früher haben können. So. Invisible Rampart. The Aegis Cantus oder Chantos. Protection Field can provide range damage reduction for basic friendly units. Okay. Also Abwehr Fernkämpfe. Fernkampfwaffen. Moment, welche Einheit war das? Aegis Chantos. Das sind die, ne? Ja. Ja gut. Haben wir jetzt im Prinzip wieder so ein Spiel. Wie gesagt, auch da denke ich. Das ist ein Spiel, was man, glaube ich, oder eine Lektion, die man ja früher hätte bekommen können. Ah, ist noch zu wenig. Oder? So, krieg ich noch einen von denen mit. Warum habe ich denn eigentlich noch 100 übrig? Kosten doch beide. Also egal. Gut, kein Ding. Sie hatten auf jeden Fall gerade Kosten, warum ich dann 100 übrig habe. Gut. Nächste. So, viele habe ich nicht mehr. Das nächste Training in the Field kann ich leider noch nicht machen. Dafür muss ich den erstmal im Ranked-Modus gleich machen. Das werde ich dann auf jeden Fall noch, wenn jetzt nichts schief geht, noch hinten dran setzen. Oh, was sind das denn für welche? Oh nein, ich habe nicht geguckt. Ich habe einfach weitergedrückt. Oh nein. Wie viel Geld habe ich denn? 25.000. Was sind das denn für welche? Diese Speer nehmen wir mit. Nee. Was haben wir noch? Normale Pavise. Ultimative Boden-Lufteinheit. Achso, ja, das ist vielleicht gar nicht mal schlecht. Bodenabwehr mechanisch, ja. Flächenschaden, Luftabwehr. Ah, das ist gut. Er kann mehrere Lufteinheiten angreifen. Und noch einen zweiten dazu. Und die ist permanent. Achso, aber der hat Aufklärer. Luft- und Bodenabwehr. Dann nehmen wir den auf jeden Fall noch dazu. Nur 3300. Mal ein paar Lieder dazu. Ach, das reicht von der Energiemenge nicht. Ich kann auch einen Flammenwerfer dazu nehmen, dann nehmen wir den da rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade sehr viel verlieren werde. Oder jetzt gleich verlieren werde. Okay, sind einige aufgehalten worden. Meine Güte, machen die Schaden. Okay, das war nicht ganz so dolle. Ach, das ist eine gute Luftabwehr, wie ich gerade sehe. Ja, ich sollte nochmal zurückgehen. Ich hätte mal lesen sollen, was ich denn eigentlich machen sollte. Das nenne ich ganz schön dämlich. Also nochmal. Air Defense. Never ignore Air Supremacy. Meine Güte.
If you lose it, send ground to air units to deal with enemy air troops. Ja. Also, nochmal die Air Defense. Ich fand das eigentlich eine ganz gute Idee, die kleinen hier zu bauen. Ja, mal 6 Stück. Die Ressourcen sind wohl das kleinere Problem. So, und jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich mit dem Rest die Einheiten kaputt kriege da. Die dann noch rumlaufen. Da würde ich sagen, ja, gute Frage, was denn eigentlich? Er kann keine Bodeneinheiten angreifen. Der kann aber zum Beispiel sehr gut Bodeneinheiten angreifen. Let's give them an air show. 5. Und insgesamt 7. So mach's mal so rum. Da macht irgendjemand immer sehr viel Flächenschaden, das ist ein Problem. Jetzt greifen die zwar die an. Ich weiß nicht, ob sie die Bogenschützen, die können die glaube ich nicht sehen, oder? Okay, es dauert eine Ewigkeit, aber das könnte funktionieren. Ich glaube, so war das eigentlich nicht gedacht bei der Lehrstunde, aber es scheint zu funktionieren. Okay. Dann machen wir das halt so. Hauptsache, es funktioniert. Damit ist es richtig. Automatisch. Well done, Commander. Und damit kommen wir dann zur letzten Aufgabe, die ich freigeschaltet habe im Moment. Ironhoof. Outriders can be used to counter enemy troops that are strong against biological units. Okay. Das sind die Outrider. Vorrat ist eine einfache Verteidigungseinheit der Terraner. Nach dem Upgrade fügen sie Feinden beim Betreten des Kampfgebiets Schaden zu. Beim Betreten? Okay. Nach dem Upgrade erhält Bonus-RP und eine neue Fähigkeit. Oh, schön. Schauen wir mal, wie sich das tatsächlich auswirkt. Ah, wir haben einige Lufteinheiten gegen uns. Wie viel habe ich denn Geld? Okay. Let's give them an air show. Enough talk. Let's fight. Wie viel brauche ich denn von denen? Dann nehmen wir mal 3 noch dazu. Aber wobei, reicht das? Wahrscheinlich eher nicht. So, und für den Rest die Reiter. Oh, die sind voll ausgebildet, dann kriegen die doch eine Fähigkeit. Was ist denn die Fähigkeit? Achso, das macht Nutzen automatisch. Ja, ich glaube, das war eindeutig. Wie habe ich mir die jetzt stärker vorgestellt? Jetzt sag nicht, es klappt nicht. Nein! Ernsthaft? Also wenn ich jetzt eigentlich einen noch verschiebe, müsste ja locker gereicht haben, oder? Ach Mist, oder 2. Ach Manu. Ihr wollt mich doch alle verarschen. So, auch mal. Ach, jetzt fehlt der Soundeffekt wieder. Ist komisch, wenn man es nochmal macht, dann passt das nie. Enough talk. Let's fight. Let's give them an air show.
Ich mache trotzdem 3, 4 insgesamt damit. So. Ist quasi genau einmal umgekehrt. Das müsste ja eigentlich schon reichen. Jetzt sag nicht, das passt wieder nicht. Aber ich hätte nicht so viele Lufteinheiten gebraucht, wie man merkt. Na gut. Hat ja funktioniert. Gut, und damit, da ich jetzt bis dahin erstmal durch bin, das konnte ich halt noch nicht machen, gehe ich jetzt auf jeden Fall noch ein Ranked-Spiel machen. Da sehen wir uns dann gleich wieder. Also, yes, Ranked-Spiel, wie angekündigt. Und ich bin an der 1, das gefällt mir irgendwie gar nicht so. Und ich habe vergessen umzustellen. Ich wollte ja eigentlich mein Deck ein bisschen ändern. Das habe ich noch nicht gemacht. Habe ich vergessen. Wow. Jetzt laufen gerade die 2 Einheiten los. Das ist ein bisschen blöd. So, einen Aufklärer mitnehmen. Restaurierungsfähig. Also die deutschen Namen sind echt ganz schön bekloppt. Restaurierungsweh ist echt schon ziemlich peinlich in der Übersetzung. Setzen die ein bisschen zurück. Obwohl, nee, machen wir nicht. Haben wir keinen neuen von. Ich habe die zurückgeschickt, damit die nicht alle sterben da vorne. Sondern jetzt nochmal direkt eingreifen können. Obwohl, das war richtig so. So, Blutnebel für Ledermaus. Wir sind auf jeden Fall im Moment ganz gut dabei, würde ich sagen. So, noch eine Fledermaus. Wobei ich nicht weiß, ob das wirklich so gut ist gegen Terraner. Terraner haben eigentlich ziemlich viel gegen Lufteinheiten, glaube ich. Soul Essence Mine Upgrade completed. Dominating. So, Level 2. Noch eine Fledermaus. In der Mitte sieht es auf jeden Fall ganz gut aus für uns. So, soweit das Mid-Game läuft. Dass die alle fliegen können, das ist irgendwie... naja. So, keine aktiven Fähigkeiten. Jetzt nehmen wir mal viele Bio-Einheiten, also fangen wir mal mit dem Heilen an hier. So. Das ist auch das letzte Mal, dass ich die mitgenommen habe. Was hat denn der denn für komische Einheiten mit dem Motorrad? Die kenne ich ja gar nicht. Das kann ich nicht sprinten im Bau. Der hat aber viele. Ne, obwohl so viele Lufteinheiten sind das gar nicht. Das sind die, die beides können, ne?
Brauche ein paar Punkte mehr. So, jetzt kann ich den dazu nehmen und ich will den dann noch reinsetzen auf jeden Fall. Bei den Fledermäusen bin ich mir gerade nicht so sicher, ob die so sinnvoll sind. Weiß, habe ich die aufgewertet. Ja, das war ein Fehler. Das sieht gerade nicht so wirklich gut für uns aus. Na, kriege ich noch einen Heiler mit rein? Ja, kriegen wir noch. Boah, hat der viele von den kleinen Einheiten da gebaut. So, gönn jetzt mal kurz mir. Also richtig viele Lufteinheiten hat er eigentlich gar nicht. Ich überlege gerade, ob ich bis zum Knochendrachen warte. So, den werde ich auf jeden Fall aufrüsten. Zur Unterstützung der anderen. Lohnt sich das? Der hat so viele Bio-Einheiten, meine Güte. Ist ja abartig. Oh, jetzt warte ich bis zum Knochendrachen. Im Moment würde ich aber behaupten, es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber bin ich mir nicht so sicher. Soul Essence Mine Upgrade complete. Ich nehme die Fledermäuse raus. Ach, ich wollte doch warten. Ach, meine Heiler sterben gerade. Okay, ich warte auf jeden Fall den Zug ab, damit ich den Knochendrachen bauen kann und hoffentlich damit zwei reingehe. Oh, ich glaube, das reicht aber nicht für den zweiten. Oh, schon mal aufgewertet. Komm, bau schneller oder hol mir schneller die Ressourcen. Schade. Das sieht gar nicht schlecht aus. So, jetzt mal ein paar übernehmen, damit sie sich mal ein bisschen selber auf die Mütze geben. So, noch ein Knochendrache mehr. Wir sind mittlerweile bei Welle 40. Kann ich leider nicht aufwerten. Schade eigentlich. Also wir haben sie weit zurückgedrängt. Ja. Wow, danke.
Oh, jetzt kommen ein paar mehr Bodeneinheiten dazu. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Einheiten haben gerade richtig auf die Nase gekriegt und nicht nur meine. So, ist noch aufgewertet worden. Ich weiß nicht, ob das noch da zählte bei denen. Ich hoffe es doch mal. Und jetzt kann ich nichts mehr tun. Und ich habe so das blöde Gefühl, wir verlieren das Spiel. Da kommen wir leider nicht gegen an und wir können auch mit unseren Fähigkeiten nichts mehr tun. Es ist so ein Durcheinander. Der mit seinen Massen an immer derselben, na fast denselben Einheiten, die Anfangseinheiten, glaube ich. Aber der macht das mit der puren Masse. Wenn er jetzt noch die beiden großen Flieger da los wird. Oh, das ist ein Unsichtbarer, der durchläuft. Wir haben das verloren. Tja, das war erstaunlich knapp am Ende. Ach, ich dachte, wir würden einfach direkt zerstört. Weil wir ja nichts mehr haben. Und nichts mehr noch kommen kann. Haben wir es am Ende knapp dann doch verloren. Schade. Galen, das war einer von uns, glaube ich. Okay, habe ich das nächste Level erreicht. Ah, diesmal kann man das auch weiterklicken. Das ging vorher irgendwie so nicht. Wow, ich habe Münzen bekommen. Ja, MVP bei mir sieht nicht gut aus, bei meinem zweiten Kollegen allerdings auch nicht so dolle. Ja. Gut. So viel zu dem Spiel. Ach ja, das weiß ich doch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Art of War Red Tides wieder. Bis dahin erstmal. Ciao.